Den Düsseldorfer Weihnachtsmarkt besucht man am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. In den Parkhäusern und Straßen der Stadt herrscht in der Weihnachtszeit der reinste Ausnahmezustand. Die insgesamt 7 verschiedenen Themenmärkte sind alle fußläufig voneinander entfernt. Hinzu kommen noch weitere Attraktionen wie der Lichterdom auf der Königsallee, die Eislauffläche auf dem Corneliusplatz oder das Riesenrad mit einer Höhe von 55 Metern auf dem Burgplatz. Der Weihnachtsmarkt ist täglich in der Zeit von 11 bis 20 Uhr sowie samstags und freitags bis 21 Uhr geöffnet. Heiligabend wird bereits früher um 15 Uhr geschlossen.